Wie beurteilst du die Situation, wie sie heute in Berlin gegeben war? Die Bilder machen aggressiv, weil sie einfach nicht mehr nachvollziehbar sind. Die Leute sind unbelehrbar. Es waren wieder einige Tausend, die demonstriert haben. Sie nennen sich selbst Querdenker, schräger Name. Und die Demo war ja verboten. Trotzdem haben sich Tausende wieder versammelt vor dem Brandenburger Tor, vor dem Reichstagsgebäude. Und die Ärmsten waren am Ende die Polizisten. Die mussten nämlich gegen diese Demo vorgehen und man hat es ja bei den Bildern gesehen. Kaum einer derer, die hier demonstriert haben, gegen was auch immer, das heißt gegen die strengen deutschen Corona-Regeln, trug eine Maske. Sie sind mit Trillerpfeifen ausgerüstet gewesen. Jeder weiß seit dem Kitzloch in Ischgl, dass das die Aerosole nur so wegschleudert. Das hat man offensichtlich absichtlich getan. Die Polizei musste dann am Ende Wasserwerfer einsetzen und Tränengas, um die Lage irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt sind rund 200 Personen verhaftet worden. Und das Bemerkenswerte ist hier auch, natürlich sind da sehr viele Rechte auch dabei, die die Situation und die Unsicherheit der Menschen ausnützen. Es hat Parolen gegeben auch zum Teil, die ganz einschlägig sind. Aber worauf führst du das zurück, dass selbst linke Rechte da so viele nach wie vor zu den Corona-Verweigerern oder Corona-Leugnern zählen? Ja, vor allem sind es an die 70% wirklich rechte Gruppen. Es waren ja auch AfD-Politiker mit dabei. Es wurde auch ein AfD-Politiker versucht, in den Deutschen Reichstag einzuschmuggeln. Also bei uns gibt es auch noch die Staatsverweigerer. Das ist eine Mixtur, eine wilde Mixtur aus eigenbrötlerischen Menschen, die hier demonstrieren und vor allem die sich übervorteilt fühlen durch diese Regeln, durch die Masken. Die Masken schützen aber Leben, der Abstand, der gehalten werden sollte auch. Über all das wollen sie sich hinwegsetzen, um ihren Unmut, wie gesagt, kundzutun. Es ist aber kein Unmut, sondern es ist ein wirklich verrückter Protest gegen Maßnahmen, die dringend notwendig sind, denn auch in Deutschland sind die Fallzahlen genauso wie bei uns dramatisch hoch. Die Situation in Deutschland ist ja noch nicht so dramatisch. Man schon auch in den Krankenhäusern in Österreich. Wir werden später im Laufe der Sendung noch dazu kommen, wie es bei uns in Österreich aussieht. Aber trotzdem überlegt man eben in Deutschland auch über einen zweiten Lockdown, auch ein bisschen hinterher von Österreich, obwohl die Zahlen dort, wie du richtig sagst, noch besser sind im Vergleich. Aber in Österreich geht man mit den Corona-Demonstranten ein bisschen anders um als in Deutschland. Wasserwerfer hat man bei uns noch keine gesehen. Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Also wenn tausende Menschen auf einem engen Raum zusammengepfercht demonstrieren, wie kann man sowas auflösen? Nur mit Gewalt. Und Gewalt provoziert Gegengewalt. In Wien ist man so vorgegangen, dass man zwar diese Gruppen, die sie auch gegeben hat, vom Parlament, vom Rüdiger-Denkmal, bei der Oper, überall, man hat sie lokalisiert, man hat sie versucht irgendwie einzugrenzen. Und man hat dann darauf gewartet, dass sich das von selbst irgendwie auflöst. Denn der Wiener Polizeipräsident, ich erinnere mich ganz genau, hat gesagt, ja, was sollen meine Beamten tun? Wenn sie da reingehen mit dem Schlagstock, gibt es Bilder, die wir alle nicht sehen wollen. Ne? Genau. Und vor allem, es nützt nichts, weil ich gefährde meine Beamten doppelt. Also auf der einen Seite müssen sie mit Gewalt auf das reagieren, was da abgeht, und auf der anderen Seite setzen sie sich dieser unglaublichen Corona-Gefahr aus. Und auch in Berlin flogen heute nicht nur die Aerosole, sondern auch Steine, Flaschen, Brandsätze. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich kann vor allem diese Wut auf die Maßnahmen und vor allem, man spricht ja immer davon, dass man die Demokratie aushöhlt mit den Maßnahmen im Kampf gegen Corona. Ja, aber was wird denn da ausgehöhlt? Es gibt ja eine Vorgehensweise und es gibt leider noch keine andere als die, dass man eben Abstand haltet, dass man die Maske aufsetzt, dass man einen Lockdown, so wie bei uns, durchzieht. In Deutschland gibt es das nicht, vielleicht wird es noch kommen. Nehme ich an, andere Maßnahmen gibt es ja keine. Ja? Und das wissen wir wirklich in Österreich
ganz genau, dass Menschenansammlungen, wie sie hier bei diesen Demonstrationen in Berlin gewesen sind, dass das natürlich ein Superspreader-Event ist, das steht außer Zweifel. Und die Fallzahlen wird Berlin in den nächsten Tagen, Wochen präsentiert bekommen. Mhm. Wohin werden die Bilder von heute aus Berlin führen? Worauf muss sich Deutschland in den nächsten Wochen gefasst machen? Ja, es geht auf jeden Fall in dieser Tonart weiter, denn das ist das wirklich Eigenartige bei diesen Corona-Leugnern auf der einen Seite, Querdenkern auf der anderen Seite, Rechtsradikale. Es mischt sich ein wilder Cocktail von Demokratiefeinden, wie ich es finde, da zusammen, und die werden nicht weichen, ganz sicher nicht, und schon gar nicht die Rechten. Es war ja in Leipzig auch so. Das ist eine ganze Stadt mehr oder weniger stundenlang lahmgelegt gewesen. Das ist total spannend. Es gibt einige Länder, die, also das Coronavirus hat man das Gefühl, hat man nie im Griff. Aber es gibt einige Länder, die haben eine andere Strategie vorzuweisen. Ist diesbezüglich auch Finnland. Da gibt es eine interessante Studie, dass dort das Leben der Menschen sich im Lockdown, haben viele gesagt, sogar verbessert hat, die Qualität. Also die haben einen komplett anderen Zugang. Aber sehr erfolgreich sind jene, hast du mir auch erzählt, heute am Nachmittag schon, die sehr schnell einen Lockdown durchführen. Naja, vor allem, es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und zwar in Südaustralien hat man 22 Fälle. Ja? Und aufgrund dieser 22 Fälle hat man einen Total-Lockdown beschlossen, weil man gesagt hat, wir müssen schnell reagieren, denn wenn wir nicht schnell reagieren, wird dieses Nachverfolgen, wo sich die Menschen infiziert haben, überhaupt nicht mehr funktionieren. Das Problem haben wir ja momentan in Österreich, dass keiner mehr wirklich weiß, wo haben wir angesteckt, wen habe ich angesteckt, wen habe ich getroffen und wie kann ich das nachvollziehen. Also ich erinnere, nur vor 2 Wochen haben wir damit begonnen, in den Lokalen, wenn wir reingegangen sind, irgendwelche Zettel auszufüllen. Ja, also davon spricht ja heute überhaupt niemand mehr, weil das niemand mehr nachverfolgt, wer wen wo wie getroffen hat. Das ist auch ein spannender Punkt, gerade in Finnland zum Beispiel, rund 5 Millionen Einwohner, 2,5 Millionen Menschen haben dort eine andere Form, aber eine Corona-App runtergeladen, und für die ist es ganz normal, und das funktioniert auch dann viel leichter mit dem Contact Tracing, mit der Nachverfolgung. Bei uns ist ja das politischer Rohrkrepierer gewesen, könnte man sagen, die Corona-App. Ja, ich weiß nicht mehr, das stimmt schon, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, dass man immer mit dem Finger auf die Politik zeigt. Es geht schon auch um ganz, ganz groß um Eigenverantwortung. Und ich habe heute die Statistik gelesen vom Gallup-Institut, wonach, ich glaube, jetzt sind wir bei 51% merken, dass die Krankheit als solches extreme wirtschaftliche Auswirkungen hat. Das ist das eine. Dann an die 80% haben inzwischen schon Angst vor dem Virus, auch bei uns. Aber, und das ist jetzt keine Statistik, sondern meine persönliche Wahrnehmung, denn ich fahre immer mit dem Fahrrad durch die Stadt, Maske im Freien trägt kein Mensch. Ja, auch hier nicht. Ich war vor 2 Wochen in Amerika, in Washington, da trägt jeder die Maske, und zwar drinnen wie draußen. Also man nimmt das schon ernst, und bei uns ist nur immer der Punkt nicht erreicht, wo man wirklich sich fürchtet davor, dass es komplett kollabiert. Und heute war ja so ein Tag, du hast das ja beim Insider besprochen, wo 109 Menschen innerhalb von 24 Stunden gestorben sind, mit oder durch Corona. Und das ist natürlich schon eine wahnwitzige Zahl. Und das ist das eine. Und dann das andere, die Intensivstationen in den Spitälern, also die Betten, die für Covid-Patienten reserviert sind, sind voll, auch in Wien. Das glaubt man ja nicht, dass in einer Millionenstadt wie Wien man keine Notbetten mehr hat. Also es ist dramatisch. Und was ich auch dramatisch finde, ist eben die Tatsache, dass eben Operationen, die nicht lebensnotwendig sind, bereits auf März verschoben werden. Und das muss nicht sein. Und ein Satz noch, jeder Unvernünftige, der leichtsinnig Covid verbreitet, schafft 100 Arbeitslose.
Abschließende Frage noch, das hört man jetzt auch immer öfters. Ich habe mit Hans-Peter Hutter heute gesprochen, der heute noch auch zu Wort kommen wird bei uns. Ich habe ihn am Nachmittag in der Sendung gehabt. Da habe ich kurz in der Regie draußen mit ihm mich ganz kurz unterhalten. Und er ärgert sich auch sehr viel über Kollegen, die teilweise ja schon in der Öffentlichkeit auftreten, zu Ärzten zählen, die einfach das Coronavirus nach wie vor nicht ernst nehmen. Und da werden einige vor allem auf den Intensivstationen mittlerweile wütend, auch auf Kollegen. Also die Stimmung wird immer konfliktreicher. Ja, das ist schon richtig, aber ich glaube, das bringt uns momentan auch nicht weiter, wenn ich jetzt auch noch zu streiten auch noch anfange. Fact ist, ohne dass ich jetzt ein Virologe bin, ich finde das alles sehr beklemmend, was da passiert, das ist das eine. Das andere, wenn wir irgendwie perspektivisch denken, dann sollten wir uns diesen Lockdown jetzt nicht irgendwie vor die Hunde gehen lassen, denn das wäre ja außer fahrlässig und dumm gar nichts. Weil wenn das jetzt irgendwie funktionieren soll bis 7. Dezember, dann haben wir vielleicht eines gerettet, und zwar einen schönen Winter. Ich hoffe, es schneit dann im Dezember und wir können alle Skifahren gehen. Und wenn wir die Abstandsregeln bei der Gondel und beim Lift irgendwie einhalten, dann retten wir uns wenigstens den Winter. Wenn wir aber jetzt den Ernst der Lage nicht erkennen, naja, dann ist es zu spät.